Wer im Erdkundeunterricht aufgepasst hat, der weiß, dass unser Erdball von 7 Kontinenten geziert wird. Doch was wäre, wenn diese offizielle Darstellung, die wir von Kindesbeinen an beigebracht bekommen, nicht der Wahrheit entspricht? Was zunächst wie eine durchgeknallte Theorie anmutet, stellt für einige Menschen einen realen Fall dar. Die Existenz eines weiteren geheimen Kontinents. Doch wie soll das überhaupt möglich sein? Hat es die gigantische Landmasse tatsächlich geschafft, sich dem Blick der Menschheit seit jeher zu entziehen? Oder wird das Vorhandensein des verborgenen Kontinents mit Absicht vertuscht? Zusammen mit euch gehen wir auf Spurensuche. Das Gesicht der Welt. Vor vielen Jahrhunderten glich unser Globus noch einer geheimnisvollen Welt. Um zu erfahren, welche geheimnisvollen Länder sich hinter den gigantischen Ozeanen verstecken, mussten demnach waghalsige Expeditionen ins Unbekannte unternommen werden. Im Laufe der Jahre gelang es den Menschen schließlich, immer mehr weiße Flecken von unserer Weltkarte zu tilgen. Bekanntermaßen liegt diese aufregende Entdeckerepoche allerdings schon lange zurück. So befinden wir uns heute in einer Zeit, in der es uns problemlos möglich ist, mithilfe weniger Mausklicks ein Bild auf das andere Ende der Erde zu werfen. Tatsächlich hat es den Anschein, dass es auf unserem Planeten praktisch keine Mysterien mehr gäbe, die wir noch nicht längst entschlüsselt hätten. Wenn wir allerdings etwas tiefer in die Materie eintauchen, wird uns klar, dass die Erde nach wie vor zahllose Rätsel bereithält, die unseren Wissensstand bei weitem übersteigen. Was verbirgt sich in den abgeschiedenen Gebieten der Tiefsee? Welche Geheimnisse schlummern in den unerforschten Teilen des Regenwaldes? Wir wissen es nicht. Nun könnte man annehmen, dass es sich dabei eher um Detailfragen handelt. Die grobe Skizze unserer Erde scheint sich doch so abzubilden, wie es unsere Weltkarten auch tun. Oder etwa nicht? Bevor wir uns dieser aufregenden Thematik widmen, sollten wir zunächst einmal den Blick auf eine andere Fragestellung werfen. Was ist überhaupt ein Kontinent? Im ersten Moment wirkt diese Frage überaus banal. Per Definition handelt es sich bei einem Kontinent um eine geschlossene, große Festlandmasse. Namentlich sind dies Asien, Afrika, Nordamerika, Südamerika, Europa, Australien und Antarktis. Blicken wir heute auf die üblichen Modelle der Kontinente, erkennen wir jedoch schnell, dass sich die Experten in ihren Definitionen alles andere als einig sind. So ist es mitunter auch üblich, unsere Welt in lediglich 4 Kontinente zu unterteilen. In diesem Fall werden nicht nur Nord- und Südamerika, sondern auch Asien, Afrika und Europa als eine zusammenhängende Festlandmasse angesehen. In einigen historischen Modellen wurde die Landmasse der Erde sogar in nur 2 unterschiedliche Kontinente aufgeteilt. Worin sich jedoch alle Experten einig sind, ist die Tatsache, dass es sich bei einem Kontinent um eine Landmasse handeln muss, die oberhalb der Wasseroberfläche liegt. Doch was ist, wenn das entsprechende Festland zwar einst im Trockenen lag, aber im Laufe der Jahrtausende in den Fluten des Ozeans versank? Können wir dann immer noch von einem Kontinent sprechen? Genau diese Streitfrage spaltet die Experten seit geraumer Zeit in 2 Lager auf. Während die eine Gruppe unbeirrt daran festhält, die Anzahl der Erdkontinente unverändert zu lassen, drängt die andere Seite darauf, unserem Globus einen weiteren Kontinent hinzuzufügen. Zealandia. Willkommen in Zealandia. Wenn wir uns in den südwestlichen Pazifik begeben, stoßen wir unterhalb der Wasseroberfläche auf eine gigantische Scholle aus stark gedehnter kontinentaler Erdkruste, die eine Fläche von 4,9 Millionen Quadratkilometern einnimmt. Allerdings sind nicht alle Teile dieser Scholle von den Fluten des Meeres bedeckt. Jene trockenen Gebiete, die aus dem Wasser emporragen, bezeichnen wir heute als Neuseeland, Stewart Island, Neukaledonien und Chatham-Inseln. Der erste, der diesem zusammenhängenden Areal den Namen Zealandia gab, war der US-amerikanische Geologe Bruce Luyendyk. Allerdings verfolgte der Forscher während der Mitte der 90er Jahre nicht das Ziel, Zealandia als eigenständigen Kontinent auf die Weltkarte zu fügen. Zunächst handelte es sich dabei lediglich um einen Sammelbegriff für die zusammenhängenden Regionen kontinentaler Erdkruste. In den darauffolgenden Jahren wurden jedoch immer wieder Stimmen laut, die forderten, Zealandia als offiziellen Kontinent anzuerkennen. So streiten sich die Wissenschaftler seit nunmehr über 20 Jahren darüber, ob wir den Unterwasserkontinent in die Regel der großen Landmassen aufnehmen sollen oder nicht. Wie bereits erwähnt, weist die entsprechende Scholle eine Eigenfläche von 4,9 Millionen Quadratkilometern auf. Allerdings ragen nur 6% von Zealandia aus dem Ozean heraus. Die übrigen 94% werden vom südwestlichen Pazifik bedeckt. Vor etwa 400 Millionen Jahren stellte sich die Sache allerdings noch vollkommen anders dar. Damals war Zealandia noch ein Teil des Großkontinents Gondwana. Diese gigantische Landmasse charakterisierte die südliche Hemisphäre des Erdballs über einen Zeitraum von fast 500 Millionen Jahren. Später bildete Gondwana den südlichen Teil des Superkontinents Pangaea.
Als Zealandia also noch zu Gondwana gehörte, begann die pazifische Platte langsam aber sicher damit, in Richtung der östlichen Grenze des Großkontinents abzudriften. Infolge dieses Prozesses wurden wiederum Sedimentschichten abgehoben, wodurch letztlich massive Gebirgsketten entstanden. Mehr als 100 Millionen Jahre später sollte sich dieser Vorgang jedoch ins Gegenteil umkehren. Dadurch spaltete sich Zealandia schließlich vom australischen Kontinent ab. Dabei entstand auch die sogenannte Tasmansee, also jene Wasserfläche, die sich heute zwischen Neuseeland und Australien befindet. Während sich der Boden der Tasmansee im Laufe der Jahrmillionen stetig anhob, sackte Zealandia immer weiter nach unten, bis der überwiegende Teil der Scholle schließlich von Wasser bedeckt war. Vor etwa 23 Millionen Jahren stieß die pazifische Platte wiederum gegen die australische Platte. Im Zuge dieses Vorgangs, der bis zum heutigen Tage anhält, hob sich auch Neuseeland aus den Fluten des Ozeans empor. Zealandia damals und heute. Doch welches Gesicht zeigte der heutige Unterwasserkontinent, als er sich noch oberhalb des Meeres befand? Um diese Frage zu beantworten, lohnt sich ein Blick auf die faszinierenden Fossilien, die einst in der Curio Bay gefunden wurden. Jene Bucht, die vor der Insel Neuseelands liegt, beherbergt demnach einige versteinerte Baumstämme und sogar die Überreste eines fossilierten Waldes. Anhand dieser Überbleibsel aus längst vergangenen Tagen können wir erahnen, welche blühenden Landschaften den untergegangenen Teil Zealandias einst zierten. Eine eingehende Untersuchung brachte die Erkenntnis, dass jene uralten Bäume nah mit modernen Kauri-Bäumen und Araukarien verwandt waren. Doch nicht nur die Relikte aus der Pflanzenwelt zeugen davon, dass Zealandia einst ein Ort war, an dem Leben existierte. So stießen die Forscher in der Otago-Region sogar auf den Kiefer eines altehrwürdigen Säugetieres. Dieser Fund bedeutet im Umkehrschluss, dass Zealandia noch während der letzten Eiszeit deutlich großflächiger aus dem Meer hervorragte, als es heute der Fall ist. Obwohl der Großteil des Unterwasserkontinents noch weitestgehend unerforscht ist, ist es äußerst wahrscheinlich, dass Zealandia zahlreiche Bodenschätze beherbergt. Mittlerweile ist bekannt, dass sich dort reichhaltige Gas- und Ölquellen befinden. Darüber hinaus vermuten die Experten, dass Zealandia auch große Eisenmanganknollen und Sulfidvorkommen aufweist. Auch die Existenz von Eisensand ist in einigen Gebieten Zealandias bereits nachgewiesen worden. Schon seit den 60er Jahren wird dort Eisen gewonnen. Der begehrte Rohstoff wird dabei nicht nur zur lokalen Stahlerzeugung verwendet, sondern auch in andere Teile der Welt exportiert. Ist Zealandia ein Kontinent? Angesichts der buchstäblich bewegten Vergangenheit Zealandias stellt sich eine zentrale Frage. Ist es sinnvoll, das größtenteils unter Wasser liegende Areal als achten Kontinent anzuerkennen? Genau an dieser spannenden Fragestellung scheiden sich die Geister der Wissenschaftler. Im Detail gibt es unterschiedliche Kriterien, die eine Erdregion erfüllen muss, um als Kontinent zu gelten. Dazu zählt allem voran der Umstand, dass sich die kontinentale Kruste ausreichend von der ozeanischen Kruste abheben muss. Gleichzeitig muss die kontinentale Kruste dicker sein als die ozeanische Kruste. Doch auch die natürliche Beschaffenheit der entsprechenden Region ist ein wichtiger Aspekt. Demnach muss ein Kontinent geologische Vielfalt aufweisen und drei grundlegende Gesteinstypen beherbergen. Nicht zuletzt ist die Definition eines Kontinents auch immer eine Frage der Größe. Die entsprechende Landmasse muss demnach eine ausreichend große Fläche aufweisen, um nicht als Mikrokontinent klassifiziert zu werden. Wie genau dieser Größenwert beziffert wird, ist jedoch selbst in den Reihen der Wissenschaftler nicht festgelegt. Diejenigen, die dafür sind, Zealandia in die offizielle Liste der Kontinente aufzunehmen, führen unterschiedliche Argumente ins Feld. Da die Erdkrustenscholle eine beachtliche Fläche von fast 5 Millionen Quadratkilometern aufweist, dürfte sie die festgesetzte Größenhürde mit Leichtigkeit nehmen. Weil Zealandia zudem weit genug von Australien entfernt liegt, sollte es nicht als dessen Bruchstück, sondern als eigenständige Region angesehen werden. Das schmalste Areal, welches Zealandia und Down Under trennt, ist ein 25 Kilometer breiter und über 3500 Meter tiefer Meeresgraben. Obwohl mehr als 90% Zealandias mit Wasser bedeckt ist, hebt es sich dennoch durchschnittlich 1,1 Kilometer über den Boden der ozeanischen Kruste ab. Zudem legen die bisherigen Untersuchungen der Region den Schluss nahe, dass die Unterwasserwelt auch die geologischen Minimalanforderungen erfüllt. So finden wir dort eine ausgeprägte Vielfalt von Gesteinstypen vor, die sich aus Granit, Schiefer und siliziumhaltigen Felsen zusammensetzt. Zwar ist die Kruste von Zealandia mit einer Eigendicke von 10 bis 30 Kilometern deutlich dünner als die offiziellen Kontinente, verglichen mit anderen ozeanischen Erdkrusten, die im Durchschnitt nicht dicker als 7 Kilometer sind, erscheint sie allerdings deutlich massiver. All diese Argumente wären letztlich unanfechtbar, wenn die Kontinentdiskussion nicht von einem zentralen Umstand überschattet würde. Zealandia befindet sich zum Großteil unter Wasser. Da es jedoch unbestritten ist, dass diese Region als Teil von Gondwana einst im Trockenen lag und sich später von Australien abspaltete, ehe sie im Meer versank, haben wir es hier mit einer Frage der Definition zu tun. Verliert eine Landmasse ihren Status als Kontinent, weil sie buchstäblich von der Bildfläche verschwindet?
oder sollte sie per Definition weiterhin als Kontinent betrachtet werden? Wir sind uns sicher, dass noch einige Zeit vergehen wird, bis sich die Experten auf eine gemeinsame Lösung geeinigt haben. Aber jetzt seid erstmal ihr gefragt. Was denkt ihr über den faszinierenden Unterwasserkontinent im südwestlichen Pazifik? Sollten wir Zealandia als achten Kontinent anerkennen oder unsere Weltkarte unangetastet lassen? Wir sind bereits jetzt auf eure Kommentare gespannt. Wenn euch unser heutiger Beitrag gefallen hat, dann zeigt es doch mit einem Daumen nach oben. Abonniert Topwelt und klickt auf die Glocke, um nie wieder eins unserer Videos zu verpassen. Damit Dank für euer Interesse und bis zum nächsten Mal.